kann mich nicht im Flug umdrehen. Ich kann nicht direkt in die Richtung blicken, nach oben springen. Ich habe noch gar nicht viel. Ja, die Shuriken. Ja, stimmt, mit denen geht das. Fühlt sich natürlich nicht so gut an, Munition zu benutzen, aber hoffentlich bleibt das jetzt auf. Aber ja, ist dann halt mal nötig, ne? Vogel! Vogel! Nee, Verbrauchsgegenstände sind zum Aufbewahren da. Vielleicht braucht man es ja mal irgendwann. Kann man nicht einfach verbrauchen? Was soll denn das? Was machst du, wenn du Geld kriegst? Rennst du in die Stadt und sagst, Geld ist zum Ausgeben da? Oder legst es auf die Bank und sagst, irgendwann kann ich das gebrauchen? Das hebt man bis auf unbestimmte Zeit auf. Nur für den Fall. Da ist jetzt natürlich eine philosophische Lektion dahinter. Dass man sagt, ich heb all mein Geld auf und plötzlich kommt mein Game Over, bevor ich damit gerechnet habe und mein Geld ist nicht mehr zu nutzen. Nein, das Geburtssiegel ist nicht das Siegel für diese Tür hier. Für dieses Siegel. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, bei der Statue. Ja, irgendwas war noch mit der Statue, aber ich wusste nicht mehr was. Es ist mir einfach nicht mehr eingefallen. Kann man die hauen? Nein. Untersuchen? Ne. Aufstehen? Ja. Bringen? Tut's nichts. Oh, oh! Death Village. What the fuck? Kostet 400. Ja. So, jetzt habe ich Death Village an. Yay. Bringt mir auf den ersten Blick nichts. Oh, und dann schon wieder der verkackte Wasserfall. Fünf Gewichte habe ich auch nur. Das ist nicht so viel. Dieses Spiel, ey, aber echt. Ja, nur in Anführungszeichen Geld, aber hey, Geld. Hey, ein Gewicht. Hey, noch ein Gewicht. Cool. Und noch ein Gewicht. Und noch ein Gewicht. Oh.
Cool, dankeschön, Distract. Nee, für den Riesen brauche ich diesen Schlangenstab. Sagt sogar extra der NPC, der dort nebendran wohnt. Und den habe ich nicht. Ja, mir fehlen irgendwie 8 Leben oder sowas. Achso, das ist Munition für die Pistole. Die ist ekelhaft teuer. Sonst... auch nur Kacke. Ja, was nun? Jetzt könnten wir wieder gucken, dass wir wieder in das Sonnen-irgendwas-Dingense gehen. Ja, Tempel der Sonne, genau. Fertig haben wir eigentlich nur das Gate. Sonst haben wir noch keinen Boss gemacht. Bahamut könnten wir, aber tun wir nicht, weil aua. Ja, und den... Bohrpunkt für Temple of the Sun könnte ich mal freischalten. War das nicht hier vom Gate of Guidance irgendwo rechts da nach unten? Oder komme ich von Dodrin Labyrinth? Ja, ach. Oh, hierfür ist das Siegel leider auch nicht. Schade. Ja, Bahamut mit der Pistole, toll. Ich brauche wahrscheinlich 3 Schuss, um überhaupt mal zu kalibrieren, wie das Ding funktioniert und zu verstehen, wie ich am besten schießen muss. Und der wird dann mehr als die anderen 3 brauchen, die ich noch habe. Huch. Was war das? Das hat kurz geblinkt bei mir. Naja. So, wenn ich hier nach oben gehe, komme ich ins Wasserding. Das heißt, hier bin ich erstmal falsch. Danke, ihr zwei. Hier war der Boss. Gab's hier keinen anderen Weg mehr? Einen Direktweg in den Tempel der Sonne? Hm. Huch, was willst du denn? How to make bat curry. Autsch! Ein Schmerz. Ja, gehen wir halt wieder Mausoleum machen. Das hier ist die Oberseite der tollen Waage. Von unten, wo ich den einen Knopf mal gedrückt habe. Okay, dieses Schild darf ich nie wieder lesen. Ansonsten sterbe ich. Das stand gerade auf dem Schild. Sehr seltsam. Uhu, Karte. Naja.
Au! Ist okay, ich stoße nie wieder. Geister machen Angst. Oh. Ups. Ups. Ich habe doch jetzt gerade hoffentlich nichts verloren. Oh, ich glaube nicht. So, den Geisterboss hier. Ich hatte doch gerade den Ank noch gar nicht und so. Und der endlose Korridor. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. Ach so, die Karte. Doch, die Karte habe ich verloren. Ja. Die versiegelte Wand. Sie scheint etwas sehr Wichtiges zu verstecken. Huch, das ist ja eine Fledermaus. Schau, Flammy, hätte ich jetzt gesagt, wenn er nicht schon weg wäre. Hier habe ich, glaube ich, das hitzebeständige Ding in so gekauft, ne? Aber ne, die Stiefel? Ja. Was auch immer. Hier unten war ich noch nie. Da könnten wir mal gucken gehen. Ja. Viele Schalter. Okay, viele Schalter. Oh. Das erste Kind hatte den Körper einer Schlange. Mein erster Boss war eine Schlange. Das zweite Kind einen großen. Das vierte Kind hat den Körper eines Fisches. Ich habe einen Fischboss schon gesehen. Das fünfte Kind hatte Weisheit. Viele, viele Kinder. Und viele, viele Geister. Hier links geht's in ein anderes Gebiet.